Welche massiven Steuervergünstigungen du mit einer Holding als GmbH nutzen kannst, schauen wir uns mal heute in diesem Video an. Hallo, mein Name ist David Kasper. Ich bin Steuerberater und geschäftsführender Partner der Köber Steuerberatung und wir haben uns auf die steuerliche Gestaltungsberatung spezialisiert, denn gemeinsam mit Ihnen steuern wir Ihre Steuern. Heute in diesem Video wollen wir uns mal die massiven Steuervergünstigungen anschauen, die ich durch eine Holding erzielen kann in Form einer GmbH. Denn eine Holding ist zunächst ja nur mal ein Begriff. Also eine Holding zeichnet sich dadurch aus, dass es einfach eine Gesellschaft ist in beliebiger Rechtsform. Also eine Holding kann sein eine GmbH, kann aber auch eine Stiftung sein, könnte auch eine Aktiengesellschaft sein. Sehr häufig ist es sogar eine Aktiengesellschaft oder auch eine europäische Gesellschaft, wie zum Beispiel die Europäische Aktiengesellschaft, die SE. Wir wollen uns aber heute mal auf die GmbH konzentrieren, da wir die vor allem im Mittelstand sehr häufig sehen. Die Holding, ja, die zeichnet sich dann dadurch aus, dass sie eben Töchtergesellschaften hat, denn zunächst einmal ist es eine ganz normale GmbH. Also eine Holding wird eine GmbH wird erst eine Holding, wenn sie mindestens eine Tochtergesellschaft hat. Wenn ich jetzt erstmal eine GmbH gründe und auch in den Namen, also die Firma der GmbH den Begriff Holding inbegriffen hat, ist es nicht unbedingt eine Holding, sondern nur, wenn dann auch Töchtergesellschaften hängen, mindestens eine. Wie komme ich jetzt überhaupt zu so einer Holding GmbH? Ihr habt vielleicht schon eine GmbH. Ja, da kann ich relativ unkompliziert eine Holding GmbH über diese Kapitalgesellschaft gestalten. Und da kann ich schon mal den ersten massiven Steuervorteil nutzen. Denn euer Stammkapital, was ihr in eurer bestehenden GmbH habt, könntet ihr euch so ganz oder teilweise steuerfrei auszahlen lassen. Der zweite massive Steuervorteil, den ihr durch so eine Holding GmbH habt, den schauen wir uns mal am Ende vom Video an. Kommen wir zum ersten, das Stammkapital eurer bestehenden GmbH euch wieder steuerfrei auszahlen lassen durch Installation einer Holdingstruktur. Eine Holding GmbH, ja, wie vorhin erwähnt, die gründen wir erstmal, die GmbH ist zunächst mal eine ganz normale GmbH, wo wir zum Notar gehen und die gründen in der Regel durch eine Bargründung. Gibt natürlich auch noch andere Wege, aber häufig machen wir eine einfache Bargründung mit einem Stammkapital von 25.000. Wobei ja auch die hälftige Einzahlung genügen würde, also 12.500. Im nächsten Schritt wird dann das Kapital erhöht, denn ihr könnt die Anteile eurer bestehenden GmbH steuerneutral in die Holding GmbH einbringen durch einen Anteilstausch. Das geht nach dem Umwandlungssteuergesetz, nach dem § 21, um genau zu sein. Und da erhöht ihr das Stammkapital in der Holding GmbH und bringt dafür eure Anteile rein. Und da genügt es in der Regel, wenn ihr das Stammkapital minimal erhöht, also sagen wir mal zum Beispiel um 100 Euro. Denn das ist jetzt der Trick, um an euer Stammkapital aus der bestehenden GmbH wieder ranzukommen. Denn die Differenz zwischen eurem Buchwert der bestehenden GmbH, also in der Regel 25.000, wenn ihr die GmbH bar gegründet habt, wenn ihr die natürlich erworben habt, dann können euer Buchwert bzw. die Anschaffungskosten natürlich auch mal deutlich höher sein. Aber gehen wir mal von den Ausgangsfall aus, ihr habt auch die bestehende GmbH vor Jahren bar gegründet, dann könnt ihr den Buchwert euch wieder steuerfrei auszahlen lassen als Gegenleistung für die Einlage der Anteile in der Differenz zwischen dem Buchwert und der Kapitalerhöhung, also 100 Euro und den 25.000 macht 24.900 und das könnt ihr euch als sonstige Gegenleistung dann von der Holding GmbH steuerfrei auszahlen lassen, relativ unkompliziert. Wichtig, diese sonstige Gegenleistung, die darf nicht mehr sein als 25% vom Buchwert. Na, das wäre jetzt wegen wenig. Nee, es gibt auch noch eine zweite Grenze. Oder 500.000, maximal aber der Buchwert, was in unserem Beispiel dann greifen würde. Das heißt, die 24.900, die könntet ihr euch dann damit steuerfrei wieder rausholen. Und ihr habt die Holdingstruktur errichtet durch einen qualifizierten Anteilstausch. Du hast eine bestehende GmbH und willst jetzt so eine Holdingstruktur einrichten, um diese zwei massiven Steuervorteile zu nutzen, dann schick uns gerne eine Anfrage an anfrage@köber.de oder melde dich über unsere Homepage www.köber-partner.com. Da das schon mal steuerneutral geht und ihr auch euch steuerfrei so das Stammkapital aus der bestehenden GmbH rausbekommt und ihr jetzt den nächsten massiven Steuervorteil dadurch generiert habt, gibt es aber auch ein bisschen was zu beachten. Denn der massive Steuervorteil, den ihr jetzt mit dieser Struktur habt, ist, wenn die Holding die operative GmbH irgendwann mal verkauft. Denn wenn die Holding die operative GmbH dann verkauft, dann ist dieser Verkaufserlös zu 95% steuerfrei. Ja, nur 5% von dem Gewinn sind dann steuerpflichtig und diese 5% werden dann auf Ebene der Holding mit
15% Körperschaftssteuer plus Solidaritätszuschlag plus Gewerbesteuer besteuert. Also ist die Steuerbelastung hierbei zwischen 1,2 und 1,7%, je nach Gewerbesteuerhebesatz. Also unter 2%, sogar weit unter 2%, eine deutliche Steuervergünstigung, die natürlich beim Unternehmensverkauf richtig Spaß macht, vor allem wenn es da um größere Beträge geht. Denn wenn ihr eure GmbH ohne so eine Holding GmbH verkaufen würdet, ja, dann müsstet ihr ungefähr zwischen 25 und 27% Steuern zahlen, denn ihr verkauft Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die unterliegende Einkommensteuer zumindest zu 60%, da greift das sogenannte Teileinkünfteverfahren. Ja, und die Einkommensteuer auf 60% des Verkaufserlöses, die Einkommensteuer im Höchstfall 45%, ja, da komme ich ungefähr auf 27%. Also durch so eine Holding habt ihr massive Steuervorteile beim Verkauf eurer Firma, eurer operativen GmbH, denn da ist die Steuerbelastung deutlich, deutlich geringer, weit unter 2%. Jetzt könnte man auch sagen, okay, jetzt ist der Gewinn oben in der Holding. Ja, wie ihr an den Gewinn dann steuerneutral aus der Holding wieder rauskommt, also wie ihr 0% Steuer zahlt auf eure Ausschüttungen aus der Holding, auf eure private Ebene, das habe ich schon mal in einem Video erklärt. Das blende ich euch jetzt hier oben ein. Schaut euch das auf jeden Fall an. Natürlich kann ich so eine Holdingstruktur auch einrichten ohne eine Umwandlung, indem ich sie einfach bar gründe. Also ich gründe erst die erste GmbH und dann gründe die zweite GmbH. Zwei Bargründungen würde natürlich auch gehen, aber nur, wenn ihr keine bestehende GmbH schon habt. Denn dann müsst ihr es oder solltet ihr die Anteile auf jeden Fall über das Umwandlungssteuerrecht steuerneutral einlegen. Und auch wenn ihr noch in einem Einzelunternehmen seid oder in einer Personengesellschaft, kann ich hier steuerneutral und diese zwei massiven Steuervorteile nutzen, indem ich das Ganze umwandle in eine GmbH und die dann anschließend in die Holding GmbH einlege. Mit den richtigen Gestaltungen in den Notarverträgen generiert ihr hier diese zwei massiven steuerlichen Vorteile. Wie das funktioniert, zeigen wir euch natürlich auch gerne an eurem Beispiel. Meldet euch da gerne bei uns unter anfrage@koeber.de oder unter www.koeber-partner.com. Die Kontaktdaten seht ihr jetzt hier unten eingeblendet. Und lasst auch eure Steuern gemeinschaftlich mit uns in Zukunft optimal steuern. Durch diese zwei massiven Steuervorteile bei Einrichtung der Holdingstruktur nachträglich gibt es aber natürlich auch ein bisschen was zu beachten. Denn wenn ihr eure Anteile an eurer bestehenden GmbH in die Holding GmbH steuerneutral einlegt, wie vorhin erwähnt durch den qualifizierten Anteilstausch, müsst ihr die Anteile bzw. die Holding muss die Anteile dann mindestens 7 Jahre halten. Also ihr müsst die Anteile an der Holding mindestens 7 Jahre dann halten. Ihr solltet die operative GmbH in diesen 7 Jahren nicht verkaufen, denn dann wird der Steuervorteil ein bisschen abgeschmälert oder er wird gar nicht gewährt. Also wenn ihr das kurz vor dem Verkauf macht, dann wird das Ganze euch nichts bringen, denn ihr habt eine 7-jährige Sperrfrist, die ist aber nicht starr, sondern die schmilzt jedes Jahr ab. Das heißt, jedes Jahr, was ihr übersteht, habt ihr den massiven Steuervorteil. Es wird das Ganze sozusagen dann gesippelt und jedes Jahr, was ihr nicht übersteht, müsst ihr ganz normal versteuern mit Einkommensteuer, zumindest 60%, wie als wenn ihr gar keine Holding GmbH gehabt hättet. Und dass es der Gesetzgeber bzw. das Finanzamt natürlich auch nachprüfen kann, dass ihr die Anteile noch haltet, müsst ihr auch immer bis zum Ende Mai des Folgejahres eine Meldung abgeben beim Finanzamt, dass ihr eben noch die Anteile haltet und die Anteile nicht veräußert habt. Denn wenn ihr diese Meldung nicht rechtzeitig abgibt, besteht auch die Gefahr, dass dieser Umwandlungsvorgang dann erhebliche Steuern auslösen kann. Also da immer aufpassen. Denn wir beraten euch nicht nur, ob so eine Holdingstruktur in eurem Fall sinnvoll ist und ob die GmbH die perfekte Holding für euch ist, sondern wir setzen das Ganze auch mit euch in der Praxis um, damit ihr diese zwei massiven Steuervorteile auch wirklich nutzen könnt und da nichts schief geht. Und wir begleiten euch auch noch laufend vom Finanzamt, damit vom Finanzamt auch alles steuerlich optimal abgewickelt wird. Zusammenfassend kann man sagen, durch eine Holdingstruktur kann ich massive steuerliche Vorteile nutzen. Heute in diesem Video haben wir uns mal angeschaut, die GmbH als Holding, wo ich schon bei Gründung steuerliche Vorteile nutzen kann, indem ich mir mein bestehendes Stammkapital von meiner bestehenden GmbH steuerneutral wieder auszahlen lassen kann. Und wenn ich das Ganze dann eingerichtet habe und die 7-jährige Sperrfrist beachte, kann ich hier noch weitere steuerliche Vorteile nutzen, und zwar meine Firma irgendwann nahezu steuerfrei zu verkaufen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniere auch den Kanal und die Glocke aktivieren, denn dann seid ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Und wenn du jetzt wissen willst, wie du deine Steuern optimal steuerst oder wie du in deinem Fall so eine Holdingstruktur möglichst steuerneutral und mit diesen massiven Steuervorteilen ideal umsetzen kannst, dann schick uns jetzt eine Anfrage an anfrage@koeber.de oder melde dich über unsere Homepage www.koeber-partner.com und lass gemeinschaftlich mit uns deine Steuern in Zukunft optimal steuern.